Dieses Video enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Bei Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dich, einfach wegzuschauen oder einen Psychiater aufzusuchen. Ja, es geht weiter, fragt lieber nicht. Ich bin wieder gestorben und wollte euch auf jeden Fall hier nicht jetzt wieder mitschleppen, also das ist echt nervig. Zum Beispiel mit dem Molotow-Cocktail ist das Schlimmste hier. Wirklich, ich sag's euch. Das nervt. Das ist dermaßen lästig. Müssen wir erstmal gucken hier. Den Spinner hier erstmal. Und den dahinter auch. Der muss aber von der Tür gehen. So. Und dann können wir nämlich schauen, dass wir unsere Sniper mal nachladen. Denn dafür haben wir auch Munition bekommen. Nach vorne sind welche mit Molotow-Cocktails und die müssen wir auf jeden Fall töten. Die sind echt lästig. Also die sind die schlimmsten. Noch schlimmer als die mit der einen Waffe da. So, der ist auch unten. Scheiße. Das ist richtig scheiße jetzt hier. Weil die brauchen wir wirklich, die Munition. Wir müssen echt schauen, dass wir da so viel wie möglich an Munition haben und horten. Weil wenn das nicht klappt, dann sind wir am Arsch, ne? Da ist der mit dem Molotow. So. Es kommt aber noch ein zweiter mit dem Molotow. Wir müssen uns auch ein bisschen bewegen. So. Das ist so lästig, ne, Leute? Ganz ehrlich. Weil wir werden hier wirklich voll attackiert, ne? Ihr merkt es ja. Hier fliegt ein Ball von links nach rechts. Und von da oben bewerfen wir uns ganz schön. Also es ist echt nervig. Wir müssen hier echt aufpassen. Sind hier voll die Genatzen. Ja, weg hier. Komm, einfach weg hier. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt noch auf uns zukommt. Ich dachte, es geht mal so ein klein wenig chilliger. Nein, da wird man gleich wieder in die nächste Kacke gerufen. So, hier ist nichts. Oh Mann. Ja, geh mal hier hoch. Ey, du sollst nicht schießen, du Lutscher. Ich habe schon so wenig Munition. Sag mal, tickt der noch richtig? Hast du einen Clown zum Frühstück gehabt oder warum bist du heute so lustig? Oh, bitte nicht wieder ins Wasser. Ey, ganz ehrlich, ne, wenn wir ins Wasser müssen... Ey, Leute, ich weiß nicht, ob ich das packe. Ganz ehrlich. Hat mir schon beim letzten Mal gereicht. Wir haben dafür aber nichts. Wir haben hier nur 2 Schuss. Ansonsten müssen wir mal echt schauen, dass wir dann mit anderer Munition rumballern. Mit Qualenbolzen oder so. Was ist das? Uah, und ich soll in die Brühe durchlaufen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir ducken uns ein wenig. Oh, es ist aber ganz schön dunkel hier. Da kann man nicht kaputt hauen. Oh Mann. Können wir wenigstens was trinken hier? Ja! Cool! Grünes Gel kommt raus. Nochmal. Wir wollen ja unverschämt sein. Noch. Oh, was ist das? Oh! Habt ihr das gesehen? Das war für meine Frechheit, weil ich so oft drauf gedrückt habe. Ist ja abgefahren. Egal. Scheiß drauf, wir gehen weiter. Ah, aber nettes Gimmick, ne? Wenn man zu geizig ist, wird man bestraft. Schauen, ob wir das überstehen, Leute. Ich bin da nicht mehr so sicher. Schauen wir mal, dass wir die Munition vielleicht wechseln. Okay, scheiß drauf. Wir lassen es jetzt bei Explosionsbolzen. Ist mir egal. Ist mir alles egal. Ich höre hier einen Spiegel. Eigentlich wollte ich ja heute eine Runde Alien Isolation spielen.
mich dann doch dagegen entschieden, weil ich mir dachte, okay, Sippo, du musst echt mal langsam mit Devil Within hinhauen. Deswegen hier weiter gezockt. Also beides auf einmal kann ich nicht zocken. Ich habe schon versucht, mal eine Session mit Devil Within zu machen und hinterher dann auch noch Alien Isolation zu zocken, aber das hat bei mir nicht funktioniert, Leute, ganz ehrlich. Nicht, weil ich irgendwie Schiss hatte oder sonst was, sondern weil ich nicht mehr so konzentriert war. Da geht die Konzentration im Arsch. Bei Alien Isolation ist es ja mit der Konzentration anders als bei The Evil Within. Bei The Evil Within ist es, finde ich, ist es wirklich teilweise anstrengend. Können ja aber mal absafen. Haben wir wenigstens mal heute einen kleinen Abschnitt wieder gemacht. Vielleicht mache ich da noch weiter, mal schauen. Na komm, nimm doch mal die Notiz. Ja, Tagebuch von Sebastian Castellanos, 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Mira und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken, solange es meine Arbeit nicht beeinflusst. Kann ich meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Mira mir gegenüber geöffnet. Aber ich bin nur noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Mira allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Das heißt also... Ups. Ja, diesmal bin ich aber nicht so erschrocken. Das heißt also, es war vielleicht gar kein Unfall mit dem Feuer, wo das Baby starb. Was? Schon wieder hier? Ja. Wir sind doch immer hier. Ich verliere den Verstand. Ja, genau. Ich auch. Ich hab ihn schon verloren. Aber hier ist immer noch so süffig, ne? Also so langsam bricht hier so meine sichere Welt. Geht es Ihnen nicht gut? Wo ich wenigstens noch absafen kann, auch auseinander. Nicht, dass der hier auch noch reinkommt, oh. Der Rubik. Okay, wir speichern mal ab und dann machen wir weiter. So. Ich möchte mal gern wissen, was es hier mit der Wiedervereinigung auf sich hat. Wer weiß, was da kommt. Kann ja auch sein, dass wir wirklich wieder auf unsere Kollegen treffen. Keine Ahnung. Hallo. Niemand will mit uns reden. Und da hat auch keiner Zeit. Aber wenn niemand für uns Zeit hat, naja, gehen wir weiter. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ob ich weiterspiele. Mal schauen. Wenn man hier schon absafen kann, dann muss das schon was heißen, ne? Kacke hier auf, du. So. Müssen wir da lang? Nein, von da kamen wir ja. Da ist auch ein Automat. Ja, nochmal mache ich das aber nicht. Ist hier was? So, diesmal wollen wir aber nicht unverschämt sein. Wir drücken nur einmal drauf. Und wieder so eine schöne Bombe vor der Nase. So. Hier? Nein. Okay. Wir nehmen trotzdem die Shotgun. Wir haben ja auch mittlerweile unsere Magnum. Ja, die möchte ich noch nicht verwenden. Wer weiß, wie wichtig die noch für uns ist. Oh, ich höre doch was. Kidman? Kidman? Das wäre natürlich geil. Boah, diese Geräusche, ne? Oh, da kann man auch rein.
Rollstuhl. Ach ja. Ein Tässchen Kaffee trinken. Tja. Das Spiel wird aber auch immer unberechenbarer. So viele Streichhölzer finden. Das kann nur heißen, dass wir wieder was verbrennen müssen. Oh nein! Wasser! Leute, Wasser! Was kann das wohl bedeuten, dass da Wasser ist? Das ist scheiße. Ich will da nicht raus. Oh, da ist Kidman. Tatsächlich. Ganz ruhig, Kidman. Was soll ich denn da jetzt machen, Leute? Ich muss schnellstens darüber. Ja, toll. Ihr seht es. Ich muss ins Wasser. Ich fasse es nicht, ne? Also ich muss hier wieder das Ding hier abschießen. Das Viech. Das Viech, sage ich schon. Scheiße. Leute. Ich muss da durch. Ah, Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm! Oh, hier ist auch noch eine Leiche, gut. Hier ist auch noch eine Leiche. Okay. Hier raus, 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 raus! Brrr! Natürlich ist das Ding mit reingekommen. Oh. Mein Gott! Was bist du bloß? Müssen wir da noch einen runterschießen? Ah, Mister. Ja, hier hängt einer. Und dann müssen wir hier. Halt durch! Hilfe! Da sind zu viele! Ja, was soll ich denn jetzt machen, Kidman? Soll ich jetzt hier einen anschießen von denen? So. So. Jetzt müsste Kidman ein bisschen. Hochwasser haben. Hier können wir nicht drauf. Boah, wir müssen da wieder echt runter ins Wasser, Leute. Ich fasse es nicht, ne? Okay, wir müssen aber zuvor mal schauen, dass wir hier ganze Zeugs abknallen. Also den müssen wir jetzt abknallen. Und dann müssen wir den abknallen und dann müssten wir... Oh, da ist auch einer. Ach du Scheiße. Ja, ich fast übersehen, ne? Guckt euch das mal an hier. Ich kann ihn nicht killen. Doch jetzt. Ins Wasser. So. Das heißt, wir müssen jetzt den und den erstmal abknallen. Und wenn die abgeknallt sind, dann können wir in Ruhe ins Wasser. Ich muss mich echt beeilen, ne? Ist auch noch einer. Was mache ich denn da? Ich schieße immer aus Versehen, ne? So eine blöde Angewohnheit von mir. Oh, jetzt muss ich an dem Scheißding vorbei. Es hat mich gesehen! Können wir nichts machen. Es hat mich schon gesehen. Ich kann da auch nicht viel machen. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt da sind, probiere ich es nochmal. Und wenn nicht, dann machen wir das nächste Mal, Leute. Ganz ehrlich. Es ist mir ein bisschen zu blöd mit dem Viech. Okay. Drauf. Ja, komm, bleib mal ruhig. Bleib mal wie Schucke. Alter Schwede. Diese Mistmade. Die wollte mich gerade naschen. Kidman, halt durch. Hilfe, da sind zu viele. Ja, ich weiß, dass es zu viele sind. Ich werde jetzt trotzdem nochmal abschießen. Ich weiß nicht, ob Kidman das aushält, wenn wir jetzt nicht so helfen. Scheiß drauf. Okay, Leute, wie sollen wir das jetzt machen? Also, wir müssen ja irgendwie hier so drumrum, ne? Wir müssten hier auf eine der Paletten drauf. Wenn das geht. Ich weiß es ja nicht. Wir müssten aber dann schauen. Ach so, von der Palette aus
könnte ich dann natürlich wiederum... Okay, ist Nasch da dran. Ist hochzufrieden. Jetzt müssen wir hier... Ah, scheiße! Diese Mistmade! Leute! Alter! Kleiner Drecksack. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ah, lass mich in Ruhe. Da können wir jetzt rein. Okay, wir haben jetzt eine verkackte Flasche. Oh, scheiße. Das Ding sieht mich doch eiskalt. Leute. Okay, wir müssen jetzt warten, bis er wieder hier, bis das Ding wieder aufgeht. Ganz ehrlich. Oh, 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 oh. Das war jetzt echt blöd. Das war jetzt blöd von mir. Das war sehr blöd von mir. Ich hab verkackt.